Jetzt haben wir beide Power Rankings, das heißt, du bist jetzt nicht nur in der Opferrolle, JD, sondern du bist jetzt auch in der Jägerrolle gleichzeitig. Also ich sehe schon, Sido streckt sich gleichzeitig, der ist schon auf dem Weg los. Von daher würde ich sagen, ich lasse euch einfach mal blind reinsteigen. Schaut einfach mal an, was der andere gemacht hat und meckert gerne viel. Na, Gott sei Dank bin ich schneller als Sido. Ich habe direkt, wenn wir bei den schlechteren Teams sind, bei den Teams unten im Power Ranking, habe ich eins gefunden, wo ich mich frage, was du da siehst. Und ich glaube, du weißt selber, dass es eine kleine Überreaktion ist. Aber was machen die Raiders auf 29, Bro? Ich habe die selber verhältnismäßig niedrig schon und ich musste mich überwinden, die da so niedrig hinzupacken, weil sie halt das einzige 0-3-Team sind. Insofern kann man da schon mitgehen. Aber wir machen ja letztendlich kein Record-Ranking, sondern ein Power-Ranking. Wie gut ist das Team tatsächlich? Und da frage ich mich, würdest du selber sagen, dass du da überreagiert hast? Oder sagst du wirklich, dass die Raiders deiner Meinung nach das, was weiß ich, das viel schlechteste Team der NFL sind? Ja, ich bin mir das selber nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Ich habe dieses Mal versucht, das vielleicht ein bisschen extremer zu machen, das Power Ranking. Es ist ja auch, sag ich mal, das ist die erste Mal, dass ich welche mache, aber dann dachte ich mir, gibt es vielleicht auch ein paar mehr Unterschiede zwischen unseren Platzierungen. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht so unzufrieden mit den Raiders auf Platz 29 oder was sie sind, der 29. Weil es ist so eine Sache gewesen. Erste Woche verloren, so okay, so weißt du, erste Woche kann vorkommen, was auch immer. Zweite Woche verloren, so fängst du irgendwie an zu denken, ja, was ist los da? Irgendwie funktioniert es noch nicht ganz, egal, wir gucken mal nächste Woche. So, nächste Woche wieder verloren, ja, gegen die Titans, also nicht, ich will nicht sagen, dass die Titans ein schlechtes Team sind, aber die Titans standen auch nicht gut da, ja. Und wenn du dreimal hintereinander dieses hast, so, ja, okay, vielleicht war es ein Ausrutscher. Aber jetzt sind sie irgendwie, haben sie trotzdem verloren und dann stehst du am Ende 0-3 da, dann hast du halt Pech, dann rutschst du halt bei mir 7 Punkte nach unten und stehst auf einmal auf 29. Okay, aber du musst ja auch gucken, gegen wen man verloren hat, ne? Weil, wenn wir jetzt mal die Rankings diese Woche von deinem Power Ranking nehmen, haben sie verloren gegen Platz 7, gegen Platz 14 und gegen Platz 22. Und 22 ist jetzt auch diese Woche nochmal 7 Plätze runtergefallen in den Cardinals. Wohingegen dann das Team, was du auf 1 hast, die Eagles, die haben gewonnen gegen die Lions, gegen die Commanders und gegen die Vikings. Also da muss man halt immer, gerade am Anfang der Saison, noch ein bisschen einschätzen, okay, gegen wen hat man verloren, wie hoch hat man gegen den verloren, wie knapp war es am Ende und so weiter. Und wenn ich mir die Raiders angucke und viele von den Teams, die vor den Raiders sind in deinem Power Ranking, denke ich, die Raiders gewinnen gegen die Jets, auf jeden Fall. Denke ich, die Raiders gewinnen gegen die Bears, auf jeden Fall. Denke ich, die Raiders gewinnen gegen die Falcons, auf jeden Fall. Ich verstehe, dass es schwer ist und wir müssen auch dazu sagen, du hast vorletzte Woche, glaube ich, mit meinem, vorletzte oder vor 3 Wochen mit meinem Power Ranking als Basis angefangen und bist jetzt die letzten Wochen schon dann deinen eigenen Weg gegangen. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Sohn. aber dadurch kann es sein, dass wir da noch mit den verschiedenen Positionen ein bisschen wackeln. Also wenn man sich jetzt anguckt, dass du zum Beispiel, ich glaube, die Cardinals 7 Plätze nach unten gesetzt hast auf die 22, dann müssen sie ja von der 15 kommen als Mathe-Profi. Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass du die vielleicht von Anfang an schon ein bisschen tiefer gehabt hättest als ich. Und dementsprechend sind dann da die Schritte so sehr unterschiedlich. Ansonsten ist das andere, was mir noch aufgefallen ist bei deinem Power Ranking, und da weiß ich nicht, wie du das siehst, weil es da mehrere oder eigentlich nur 2 Standpunkte gibt. Bist du der Meinung, wenn ein Team gewinnt, sollte es automatisch nach oben gehen und wenn ein Team verliert, sollte es automatisch nach unten gehen? Denn ich glaube, auf den ersten Blick, die Broncos sind das einzige Team bei dir, was gewonnen hat und trotzdem nach unten geht. Und bei allen anderen Teams ist es wirklich perfekt so, okay, die haben gewonnen, gehen nach oben, haben verloren, gehen nach unten. Ja, das muss ich sagen, habe ich mir auch gedacht, aber das ist irgendwie so ein bisschen so aus Versehen entstanden, muss ich sagen. Also ich bin eher so danach gegangen, welches Team will ich vielleicht über welchem haben? Und am Ende bin ich halt so bei manchen Sachen rausgekommen, wo ich mir gedacht habe, huch, wie ist das passiert oder so? Zum Beispiel auch, wenn da irgendwie daneben steht, Cardinals -7, ich würde ihn nicht unbedingt für die Performance gegen die Rams -7 geben. Aber irgendwie habe ich so viele Teams gehabt, wo ich gesagt habe, die müssen über den Cardinals stehen. Also sind die Cardinals halt so runtergerutscht. Und die Broncos sind für mich so eine Sache, da ist es einfach auch passiert. Ich habe gesagt, der muss über den Broncos sein, die müssen über den Broncos sein. Also sind die Broncos halt letztendlich 2 runtergerutscht. Und ich bin auch ganz ehrlich, so wie die performt haben, können sie von mir auch aus 2 runterrutschen. Was ich mich aber auf lange Sicht gefragt habe, ist, wenn die Broncos jetzt weiterhin so spielen, wie sie spielen, ja, es ist.
wirklich keine schöne Offense. Also die tun sich echt extrem schwer. Aber am Ende sind sie jetzt mit 2 Siegen aus 3 Spielen. So, wenn das so weitergeht und am Ende sind sie in den Playoffs und was weiß ich, vielleicht Zweiter in der Division oder so, dann frage ich mich, wo sind sie in den Power Rankings? Weißt du, wenn du irgendwie jede Woche dreckig gewinnst, sage ich jetzt mal, hört sich ein bisschen blöd an, aber wirklich nicht gute Offense spielst und trotzdem jedes Mal gewinnst, ja, irgendwo musst du dann wieder hochrutschen in den Power Rankings. Du kannst nicht bis zum Super Bowl gefühlt immer unten mit dabei sein und trotzdem alle Spiele gewinnen. Das ist irgendwie echt schwer. Ich glaube, ich hatte die Bengals letztes Jahr auch immer relativ weit unten, obwohl die weiter gewonnen und gewonnen und gewonnen haben. Was dann vielleicht aber auch ein schlechtes Zeichen für meine Power Rankings ist, denn am Ende waren sie ja im Super Bowl. Aber ich versuche mich wirklich immer davon zu trennen und ich mache es übrigens genauso wie du. Ich gucke, okay, wer sollte über wem sein, wer würde gegen wen gewinnen, da. Und dann gucke ich erst, wie viele Spots die wirklich gerutscht sind. Also ich sage jetzt nicht, das Team war schlecht, das verdient es, 3 Spots nach unten zu kommen. Ansonsten würde das auch super schwer sein, am Ende dann aufzuteilen, weil man dann, glaube ich, 5 Teams auf einem Platz hätte und dann müsste man zwischen denen halt sowieso wieder entscheiden. Und ich glaube, das, was du meinst ist jetzt nur ein Beispiel von uns mit den Broncos, wenn die jede Woche dreckig gewinnen. Ich glaube, da muss man irgendwann gucken, warum gewinnen sie jede Woche dreckig? Findet man da einen Trend? Spielen sie dreckigen, guten Football? Manchmal dauert das ein bisschen, um zu erkennen. Ich bezweifle sehr, dass es bei den Broncos so ist dieses Jahr, aber vielleicht spielen die einfach dreckigen, guten Football. Und sobald es ein Trend wird, kann man dann, glaube ich, anfangen, die höher zu setzen. Aber wenn man jede Woche wieder sagt, Alter, die haben ja diese Woche total glücklich gewonnen, weil Jimmy Garoppolo ein Trottel ist und aus seiner eigenen Endzone rausgesteppt ist, dann würde ich die, glaube ich, auch einfach eiskalt in der schlechteren Hälfte lassen und dann sind sie am Ende in den Playoffs und ich habe die trotzdem in meinem Power Ranking auf 19 von mir aus. Ich glaube, das würde mich nicht stören. Ja, das ist so die Frage. Im oberen Drittel muss ich sagen, das sind 2 Sachen. Also eines, glaube ich, sehr auffällig, aber würde ich als zweites sagen. Die erste Sache, die mir wichtig ist, ich finde, du hast die Bucks immer noch, jetzt, ich glaube, ich habe mich letzte Woche schon drüber beschwert, immer noch finde ich ein bisschen zu hoch. Ich weiß immer nicht, bei mir ist irgendwie sehr auch beeinflusst, was ich teilweise für Erwartungen habe und was dann am Ende bei rauskommt. Das war bei den Raiders schon so. Da waren meine Erwartungen irgendwie viel höher. Und bei den Bucks, ich muss sagen, ist fast eins der Teams, was oben mit dabei ist, wo ich extrem enttäuscht bin. Ich hätte gedacht, dass das deutlich dominantere Siege sind. Ich finde, sie haben diese Saison noch kein einzig wirklich dominantes Spiel gewonnen. Sie haben sich extrem schwer gegen die Saints getan, haben sich jetzt schwer gegen die Packers getan und echt verloren. Und Woche 1 war jetzt auch nicht irgendwie, dass sie die Cowboys überrollt haben. Von daher, ich habe die Bucks jetzt auf 9 bei mir. Und auf 6, du hast die auf 6, ja, du hast die auf 6, weiß ich nicht. Bisschen zu hoch, würde ich sagen. Okay, ja, die sind bei uns beiden 2 Plätze runter, aber wir haben ja gerade gesagt, so gucken wir nicht, wie viel die runterfallen und sowas. Deswegen gucken wir 6 gegen 9, beziehungsweise selbst vor der Woche schon 4 gegen 7. Ich bin einfach ein extremer Fan von der Defense und ich glaube, da würdest du mir auch zustimmen, dass sie bisher in jedem Spiel defensiv extrem gut gespielt haben und dass die Offense einfach noch nicht so richtig reingefunden hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da hängt das wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man halt in der Offense viel auf Brady guckt und Brady jetzt nicht den allerbesten Saisonstart hatte und man da vielleicht sagt, hey, was ist mit der Offense los? Aber Defense auf jeden Fall sehr gut von den Buccaneers. Und die Genau. zweite Sache, im oberen Drittel sind wahrscheinlich einfach die Eagles, habe ich auf 1 gesetzt, du hast die Bills immer noch oben, die Eagles auf 2. Ich habe mir gedacht, hey, es wäre doch schön, wenn noch jemand anders auf der 1 ist. Nein, ich muss sagen, die Eagles wirklich sehr überzeugend. Ich finde, die haben es absolut verdient, auf der 1 zu stehen. Bills, ja, wenn sie am Ende jetzt irgendwie noch nicht ihren komischen Dings da gehabt hätten mit ihrem Spike und vielleicht noch ein paar Sekunden mehr gehabt hätten und vielleicht noch gewonnen hätten, vielleicht wären sie dann auf 1, was weiß ich. Aber sie haben sich auf jeden Fall für einen Top oder für eine Nummer 1 Team. Dolphins gespielt, ist auch ein gutes Team momentan, aber haben sie sich zu schwer getan, würde ich sagen. Klar, du hast es vorhin angesprochen, Eagles, die Gegner, nicht die allerbesten gewesen, auf jeden Fall, aber trotzdem gehe ich davon aus, dass die Eagles auch gegen gute Gegner gut performen werden, von daher können sie ruhig auf die 1 bei mir. Okay, ich gucke gerade in deinem Power Ranking. Das beste Team, gegen das die Eagles gewonnen haben, sind die Vikings. Die sind bei dir auf 10. Das ist für meinen Geschmack auch ein bisschen hoch. Nach der Performance hätte ich die nicht hochgesetzt, weil sie meiner Meinung nach im Spiel schlechter waren als die Lions und am Ende dann aber gewonnen haben, weil sie einfach erfahrenerer sind und das am Ende besser gemacht haben. Geschickter auf jeden Fall.
Das ist das beste Team, gegen das die Eagles gewonnen haben. Das schlechteste Team, was die Bills hatten bisher, sind die Titans, die in deinem Power-Ranking auf 14 sind. Und das ist der Unterschied für mich. Die haben gegen die Titans, die wie gesagt bei 14 sind bei dir, die haben sie komplett kaputt gemacht. Die Rams, die bei dir auf 4 sind, auch nicht komplett kaputt gemacht, aber dominiert auf jeden Fall. Und gegen die Dolphins, die bei dir auf 3 sind, dann am Ende halt verloren. Wohingegen die Eagles, wie gesagt, die Lions, die Vikings und die Commanders hatten. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, aus dem ich die dann noch hinter den Bills hatte, dass ich gesagt habe, ja, sieht alles sehr überzeugend aus und so weiter, aber da fehlt mir bisher noch wirklich der Härtetest. Auch ein bisschen hängt dann noch Woche 1 nach, wo ich sage, okay, jetzt am Ende so knapp gegen die Lions zu gewinnen. Klar bin ich pessimistischer Lions-Fan und so weiter, deswegen schätze ich die vielleicht ein bisschen schlechter ein als die ganzen anderen Leute immer. Aber muss man nicht unbedingt so knapp verlieren und 35 Punkte kassieren, das ist jetzt vielleicht auch nicht so wirklich. Deswegen habe ich gedacht, Bills noch über Eagles, aber ich verstehe auf jeden Fall die Logik, von wegen mein neues Team auf 1 haben wollen. Und ich muss auch sagen, ich frage mich immer, wie sehr man sowas berücksichtigen sollte wie Verletzung, ja, wenn Team irgendwie angeschlagen ist. Und man, also es ist ja letztendlich eine Power-Ranking, wie werden sie wahrscheinlich in der nächsten Woche performen, so ein bisschen, ne, in die Richtung. Und wenn du halt viele Ausfälle hast, ob das auch ein Grund sein kann, warum ein Team vielleicht einen Spot runterrutscht. Ja, das wäre auch eine Erklärung bei dir, bei den Buccaneers, oder dass die Buccaneers bei uns noch auseinander sind. Ich denke halt die ganze Zeit noch, okay, die O-Line muss sich noch ein bisschen einspielen, haben wir ja vor der Saison auch schon drüber geredet, dass sie Verletzungsprobleme haben. Und dann kommt es jetzt mit den Receiver noch dazu, dass Mike Evans halt ein Strohkopf ist und sich selber hat sperren lassen für das Spiel jetzt gegen die Packers, dass Julio wieder verletzt ist, dass Godwin verletzt ist und zack, auf einmal ist dann dein bester Receiver, was weiß ich, Russell Gage oder so, der eigentlich als Nummer 4/5 Receiver da sein sollte und ein Cole Beasley, den du die Woche hochgezogen hast aus dem Practice Squad, den du erst in den Practice Squad geholt hast in der Woche. Also deswegen denkst du da vielleicht, okay, mit den oder ohne die Receiver spielen sie zurzeit nicht gut, deswegen packe ich die ein bisschen weiter runter. Und ich denke mir aber, okay, wenn jetzt Mike Evans nächste Woche wieder da ist, vielleicht spielen sie dann wieder besser und deswegen lasse ich die noch einen Ticken weiter oben. Aber ja, das kann auf jeden Fall immer ein Grund sein, hast recht. Ich muss auch sagen, was ich eigentlich ganz nice finde, ist, ich habe ja in der allerersten Woche, als wir das noch gar nicht hier gemacht haben, habe ich so dein Power-Ranking quasi auch als meine Basis genommen. Habe das für mich so ein bisschen gemacht. Und jetzt, da ich halt 2-3 Wochen gemacht habe, merkt man echt, wie sich so die Sachen verschieben. Und die Unterschiede werden halt immer größer. Wir hatten am Anfang kaum Unterschiede. Und jetzt haben wir richtig schöne riesen Lücken. Also das ist eigentlich ganz geil. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir die Show gefallen hat, dann seid doch das nächste Mal auch mit live bei Twitch dabei, wenn es um 19.30 Uhr wieder heißt Shut Up mit JD und Sido. Wenn dir dieses Segment gefallen hat, schau dir auch gerne die anderen Segmente hier an. Und für noch mehr, folg uns einfach auf Instagram oder schau direkt auf ballports.com vorbei.